Richter geworden ist, zeigt an, dass der Mensch eine fast absolute Herrschaft über den Menschenplaneten erreicht hat. Er machte sich sozusagen zum Gott der Erde. Menschliches, auch tierisches und pflanzliches Dasein ist ihm auf Leben und Tod ausgeliefert. Seitdem leben wir in einem Dauerzustand ewiger Erpressung. Alle sind Geiseln aller geworden. Wie kann man so verblendet sein, diesen Zustand Frieden zu nennen?